Guten Morgen, Herr Immer. Wünsche wohl geruht zu haben. Geht's den Scheißdreck an. Guten Morgen, Herr Immer. Wie spät? Wie immer, Herr Immer. Punkt 8 Uhr. Also. Machen Sie heute Ihren Kontrollrundgang, Herr Immer? Meine Sache. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Immer. Abwarten. Wohin, Herr Immer? Runter, 7. Stock. Jawohl, Herr Immer. Oh, guten Morgen, Herr Immer. Kaffee trinken? Während der Arbeitszeit verboten. Zum letzten Mal. Hey, Moment mal. Oh, Herr Immer. Sagen Sie mal, ich hatte doch Rauchverbot erteilt. Hatte ich oder hatte ich nicht? Na, sind entlassen, klar? Guten Morgen, Herr Immer. Was mit der Konferenz? Die Herren warten seit 10 Minuten. Nur Herr von Pösen fehlt noch. Aha. Schutz, Toilettenrazzia, Kranich, Eck, Lohnkürzung für Wachschutz. Jawohl, Herr Immer. Hinsetzen. Also. Bei der Auslagerung unserer Textilproduktion nach Hongkong, die Delegation ist anwesend, ist damit zu rechnen, dass die Gewerkschaft... Zerbrechen Sie sich nicht den Kopf der Kommunisten. Kurz zusammengefasst geht es um Folgendes. Ich will sagen, bei ausgewogener Betrachtungsweise... Dauert zu lange. Schreiben Sie es auf, beschäftige mich später damit. Ja, aber der Ausbau der Chemiewerke erfordert... Geiger, spricht grundsätzlich immer nur der, den ich ansehe. Merken Sie sich das. Ja, Herr Immer. Wir haben für die Stahlbau leider immer noch keine Abbruchgenehmigung. Herr von Pöse. Ich bitte vielmals um Entschuldigung, Herr Immer, aber in meiner Straße war Stromausfall. Und da hat der Wecker nicht geklingelt. Ja. Was macht das Spirituosengeschäft? Stagniert noch immer, Herr Immer. Sie sollten sich doch einen neuen Werbespruch einfallen lassen. Jawohl, Herr Immer. Und? Haben Sie einen? Nein, Herr Immer. Aber ich... Ach ja, Herr Immer. Wir trinken immer. Das weiß ich ja immer. Natürlich trinken wir immer, aber... Ach so. Wir trinken immer. Genial. Allerdings. Aber nicht von Ihnen, Pösel. Ja, immer. Kranich, bin ich zu sprechen. Für niemand. Nehmen Sie Platz. Also wissen Sie, ich weiß nicht. Also ich meine, wenn. Kann gar nichts passieren. Hab alle Termine abgesagt. Sie kriegen noch einen Schnellkurs. Also, nehmen wir an, kommt jemand rein. Was sagen Sie? Hallo? Nein. Sie sind der Boss. Wenn jemand reinkommt, was tut er dann? Er stört den Boss. Also, sagen Sie. Mach die Fliege, du alte Pflaume, oder ich reiß dir den Kopf ab. Etwas mehr Niveau, wenn's geht. Niveau? Ich hab ja nur einen kleinen Witz gemacht. Ich mache keine Witze, klar? Auf gar keinen Fall einen Witz. Wenn Sie meinen? Also, wenn jemand was von Ihnen will, dann sagen Sie, ich brauche mehr Details. Sagen Sie mal. Ich brauche mehr Details. Schärfer Mann, Sie sind der Boss. Ich brauche mehr Details. Die Details, ihr Arsch! Aber ohne Arsch. Ohne Arsch, klar. Und keinen Witz. Aber wenn der dann sagt, die Details haben Sie doch schon, was und dann? Dann sagen Sie, hier lesen Sie. Hier lesen Sie. Hier. Ach so. Also, der sagt, aber die Details haben Sie doch schon, Herr Immer. Also dann sagt... Dann sage ich, das ist nur Ihre Meinung oder Ihre Meinung interessiert mich nicht. Nur eins davon? Ihre Meinung interessiert mich nicht, ist vielleicht ein bisschen besser, oder? Es kommt drauf an. Werden Sie schon merken, was besser ist. Oh, hoffentlich. Wieso hoffentlich? Ich brauche mehr Details.
Die habe ich Ihnen doch gerade gegeben, Menschenskind. Das ist nur Ihre Meinung. Ach, reden Sie keinen Quatsch. Da sehen Sie, es funktioniert doch. Also, ja, weiter. Ja. Und wenn der immer dann noch keine Ruhe gibt, und wenn der dann immer noch keine Ruhe gibt, dann sage ich, schreiben Sie es auf, ich beschäftige mich später damit. Schluss aus Basta. Schluss aus Basta steht aber nicht da. Dann lasse ich es weg. Also, Ganze nochmal. Bitte? Das Ganze nochmal von Anfang an. So, hallo. Was ist denn jetzt los? Machen Sie doch auch immer. So, jetzt tauschen wir die Pässe. Sicher ist sicher. Jawohl. Eck, bitte nicht gestört werden. Keine Besuche, keine Telefonate. Wer ist denn Eck? Mein Privatsekretär. Ah, verstehe, mein Privatsekretär. Perfekt. Damals trug ich auch noch keine Brille. Ach so, ja. Warte mal, brauche ich denn... brauche ich denn jetzt nicht auch eine? Ach so, ja. Und was sagen Sie, Sie tragen wieder Kontaktlinsen. Ah ja, gut, ja. Und wo sind die? Die haben Sie schon auf. Nee. Ach so, ja. jetzt können Sie aber einen kleinen hier vertragen. 2, 3, dritter Knopf ist die Bar. Ja, und die anderen Knöpfe? Brauchen Sie nicht. Brauche ich nicht. Wenn meine Frau anruft, dann sind ein bisschen grob zu ihr. Machen Sie auf Stress, Sie kennt das schon. Kein Wunder, dass Sie da was sind. Grob. Sicher ist sicher. Melde mich zwischen. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Schönes Wetter heute. Jawohl. Hoffentlich hält es sich ein bisschen. Jawohl, Herr Eimer. Weil wenn es sich nicht hält, dann könnte es hier ja ganz schön so Regen geben, nicht? Jawohl, Herr Eimer. Vielleicht sogar ein Gewitter. Jawohl, Herr Eimer. Moment. Nun, es war eine ganz schöne Konferenz, oder? Hey Emma, ich habe jetzt den Bericht da. Das Ende dieses fiskalischen Jahres wird bald da sein. Die Zeit rennt, nicht? Ich müsste wissen, was wir mit unserer Stahlabteilung machen. Ich brauche mehr Details. Wir müssen die Kapazität der Produktion von 5 Millionen Tonnen im letzten Jahr auf 3,5 Millionen Tonnen in diesem Jahr reduzieren. Dieser Regression ist innovativ zu begegnen. Das ist nur Ihre Meinung. Natürlich, aber ich brauche noch diese Woche eine Entscheidung. Schreiben Sie es auf,
Ich beschäftige mich später damit. In Ordnung, Herr Immer. Es handelt sich um die Produktionsauslagerung nach Hongkong. Details? Die Gewerkschaft macht Schwierigkeiten. Das ist nur Ihrer Meinung. Das ist nur seine Meinung, stimmt's? Es sieht so aus, als ob die Gewerkschaft einen Streik organisiert. Ja, schreiben Sie es mal auf und ich beschäftige mich dann später damit, ne? Was möchten Sie, dass ich aufschreiben soll, Herr Immer? Schreiben Sie irgendwas? Schreiben Sie auf, was er gerade gesagt hat. Ist eh nicht gut, Herr Immer. Schreiben Sie auf, was er gerade gesagt hat. Sollen wir die Konferenz abbrechen? Genau, nur so. Die Konferenz ist hier, die ist beendet. Ende. Wir gehen. Können jetzt gehen.